Pankio! Und jetzt endlich. Bei mir im Interview sind zwei Drittel von der Band Frau Paul. Nämlich die Lisa, Sängerin und Gitarristin, und die Mary, die Bass spielt. Bei der Linda, der Drummerin der Band, kämpfen wir im Hintergrund noch mit ein paar technischen Problemen. Hoffen aber, dass wir sie später noch dazuschalten können. Schön, dass ihr da seid. Hi. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, danke für die Einladung. Wir freuen uns, da zu sein. Wer seid ihr? Von wo kommt ihr? Und wer ist diese Frau Paul? Ja, wir kommen aus Hamburg. Wir sind eine Frauenrockband. Und Frau Paul, das sind wir als Band, das bin ich aber auch als Sängerin und Gitarristin. Also das ist tatsächlich mein Name. Wie ich gehört habe, bist du so etwas wie der Casting Director der Band. Am Anfang hat alles mit dir begonnen, richtig? Ja, das kann man so sagen. Ich habe schon viel Musik in anderen Projekten gemacht und war da immer, ja, jetzt ohne das großartig werten zu wollen, aber immer in irgendwelchen Jungs-Kombos und habe nur Gitarre gespielt und hatte dann irgendwann Bock, einfach mein eigenes Projekt zu machen und habe dann Annoncen geschrieben, dass ich Leute für ein ambitioniertes Musikprojekt suche und da hat sich Linda zuerst gemeldet, unsere Schlagzeugerin, und da war noch gar nicht klar, dass es eine Frauenband wird, aber als wir zusammen gespielt haben, war nach der ersten Probe klar, das passt. So, wir wollen es unbedingt zusammen machen. Und da war dann auch die Idee irgendwie da, okay, dann lass uns eine Frauenband machen. Und so ist es entstanden. Und dann gab es etliche Besetzungswechsel, ein paar Varianten hin und her. Und jetzt so mit Mary am Bass sind wir in der Konstellation, wie wir auch bleiben wollen. Aber ich stelle mir vor, das ist spannend, du hast ins Rad geschaltet, also da haben sich bestimmt ja auch ganz komische Leute gemeldet. Ja. Gibt es da irgendwie so coole Storys oder so? Naja, was ich sagen kann ist, ich habe geschrieben, ich suche Frauen für ein ambitioniertes Punkrock-Projekt. Und habe da auch relativ konkret reingeschrieben, was es sein soll. Und habe auch geschrieben, okay, es gibt hier auch schon Sachen, die man anhören kann und so. Und es haben sich tatsächlich relativ viele Typen gemeldet mit so Zeilen wie, ja moin, ich bin der, was weiß ich, XY. Ich spiele seit 3 Monaten Gitarre, aber für Punk wird es ja reichen. Brauchst nicht viel, ein paar Seiten abkleben, kommt gut. Ja, das ist einfach... Da hast du das Gefühl, die Leute können gar nicht lesen. Und ich habe viel mehr Zuschriften von Typen, die nichts können, bekommen, als von Frauen, die was drauf haben. Obwohl ich ja ganz konkret danach gesucht hatte. Und das zeigt irgendwie auch so ein bisschen, wo die Szene vielleicht ein Stück weit steht. Und bin einfach froh, dass wir uns jetzt so gefunden haben. Das hat echt eine Weile gedauert, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, du hast das Ganze ja eigentlich während der Pandemie gestartet. Oder ist das richtig zeitlich? Ja, das stimmt. Also das war tatsächlich auch ein bisschen mein Anker in der Zeit, könnte man sagen, oder auch unser Anker, weil alles zu hatte, nichts hat stattgefunden und wir haben uns halt irgendwie zu zweit im Proberaum getroffen und einfach Songs geschrieben und geprobt und hatten dadurch irgendwie auch was zu tun und konnten laut sein. Und das hat mir auf alle Fälle total über diese Zeit auch geholfen jetzt. Aber vielleicht haben genau diese Typen dann dasselbe gedacht, oder? Wir machen jetzt eine Band und ich komme da easy rein, hä? Ins Rad und so, passt schon. Weiß ich nicht, was solche Typen denken. Wahrscheinlich gar nicht viel. Und auf der anderen Seite habe ich halt oft das Gefühl, ne, Frauen denken dann, also das klingt jetzt total platt, Frauen und Männer, bla bla so, aber meine Erfahrung zeigt es eben so, ne, dass viele Mädels sich eben wahnsinnig viele Gedanken machen, ob sie irgendwie gut genug sind, ob das reicht, was sie können und sich dann ewig nicht trauen, sich zu melden. Und das ist so schade, weil es gibt ja Frauen, die Instrumente spielen und die auch gut spielen und die was können, aber die das offensichtlich gewohnt sind, sich selber so unter einen Scheffel zu stellen, dass sie sich gar nicht erst raustrauen. Also ich finde es ja normal. Also für mich auch in meinem Daily-Job, ich mache da keine Unterschiede, ob Frau, Mann, mir ist das eigentlich völlig egal. Es geht ja um das Talent. Aber dass du jetzt quasi
trotzdem als Band, also wenn du jetzt selbst sagst, so quasi eine Frauenrockband, dass es trotzdem nicht wie normal ist, sondern du wieder so in eine Schublade gesteckt wirst, du bist jetzt so in der Kategorie Frauenband. Klar. Ist ja schon schwierig. Auf alle Fälle. Also es ist aber auf der anderen Seite eben auch so, wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, es gibt da diese ganz tolle Malisa-Stiftung, die sich eben für mehr Diversität in der Musikszene einsetzt, und die haben jetzt gerade erst zusammen mit der GEMA eine große Studie veröffentlicht, wo es eben genau darum geht, ne, wie hoch ist denn der Anteil der MusikerInnen und Musiker in der Musikszene, ne? Und der Frauenanteil oder der Anteil der nicht-binären Personen ist eben verschwindend gering. Da sind wir nicht mal bei 8%. Krass. Das ist Wahnsinn. Und das manchmal für uns wirkt das so in unserer Bubble, ne? Wir gucken auf Instagram, wir kennen ganz viele Bands, wo Frauen oder eben Nicht-Cis-Personen spielen. Für uns ist es fast schon normal, wenn du dir aber die Festival-Lineups anguckst und dort mal alle Bands rausstreichst, wo nur Männer spielen oder wo nur Cis-Männer spielen, dann sind die Flyer ziemlich leer. Und das ist leider nach wie vor so. Und es ist halt, ich finde es selber, oder wir finden es selber auch irgendwie quatschig, weil das eigentlich egal sein sollte. Aber es ist eben noch so, dass viel weniger Frauen Instrumente lernen, dass es weniger Förderungen für Frauen gibt. Und da reden wir noch gar nicht über nicht-binäre Personen, ne? Oder das ist, da muss auf alle Fälle noch einiges passieren. Und deswegen. Habt ihr das Gefühl, so bei den Konzertveranstaltern oder so, dass das so quasi, dass sie das Gefühl haben, wenn sie jetzt ein reines Frauenband-Festival machen würde, dass sie Angst haben, sie hätten zu wenig Zuschauer oder so? Ist das so eine Quotengeschichte quasi oder ist das einfach unbewusst? Schwer zu sagen, woran das liegt. Ich glaube, es ist auch einfach ein Stück weit Gewohnheit. Und dann auf so einer Größe wie zum Beispiel Billy Talent gibt es kein vergleichbares Pendant in weiblich im Moment. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass das bis jetzt nicht so richtig gefördert wurde und dass sicherlich auch gewisse Rollenvorbilder fehlen. Ne? Wir erleben das bei unseren Konzerten. Da kommen halt Mädels auf uns zu und sagen so, ey, das ist voll geil, dass ihr das hier macht und dass ihr auf der Bühne steht. Und das fehlt total. Wenn ich an meine Teenagerzeit denke, die ganzen Bands, die ich gehört habe, die waren straight männlich besetzt. Und dann gab es so Ausnahmen wie Juli oder, keine Ahnung, Silbermond oder so. Da hast du dann, oder Jennifer Rostock, da hast du dann die Frontfrau. Aber der Rest sind halt Typen. Ja. Und das ist halt, es ist ja leider auch so, dass man schon eine unterschiedliche Behandlung merkt, ne? So eine reine Jungsband, die kumpelt dann mit so einem Tontechniker halt eher mal rum. Und wir werden halt teilweise angeguckt, als wüssten wir gar nicht, was wir da machen. Und dann sind die Leute mal ganz überrascht, dass wir wirklich alles dabei haben, dass unsere Kabel beschriftet sind, dass wir unsere eigenen Mikroständer dabei haben und dass wir wissen, dass das ein SM58 und kein 57 ist. Ist das wirklich noch so krass? Du lachst dich tot, du weißt gar nicht, ob du weinen oder lachen sollst. Und wir haben teilweise Shows, wo ich vor einem Tontechniker stehe und dem erkläre so, das ist unser In-Ear-Monitoring-System, ich hatte dir unseren Rider geschickt, so funktioniert das, und die wissen gar nicht, was sie da haben. Aber die stellen sich erstmal so hin, als hätten die Tontechnik erfunden. Krass, verstehe ich nicht, aber. Ja, und es gibt Leute, die sind da eher wie du, ne, die halt sagen, das sollte keine Rolle spielen. Das ist, ich musste das auch quasi wie lernen, weil eben für mich ist es normal. Also ich war mir quasi von der anderen Seite der Problematik nicht so bewusst, weil ich es nicht so handhabe und finde so, what the fuck, ist das wirklich ein Problem heute 2022? Müssen wir über das diskutieren? Ja, aber das zeigt es ja auch. Ne? Für dich ist es eben normal, uns einzuladen und uns als, sag ich mal, ganz platt als normale Band zu behandeln. Es gibt aber eben auch Leute, die uns ganz gezielt einladen, weil wir Frauen sind und weil sie da jetzt mehr drauf achten müssen. Und es ist auf der einen Seite richtig und wichtig, aber auf der anderen Seite hat es auch immer so ein Geschmäckle, wie man sagt. Ne? Eben, das ist das, was ich meine, so mit der Kategorie. So, jetzt haben wir die Frauenrockband hier, Frau Paul. So, ich muss es noch betonen, am besten noch ein Foto oder so. Aber es ist so, wenn ich Leuten erzähle, ich hab eine Band, interessiert es erstmal keinen. Wenn ich sage, wir sind eine Frauenrockband, da siehst du förmlich, wie die Augenbraue hochgeht. Okay. Ja, gut. Bevor ich jetzt da Belinda und Mary zu deinen Castingkünsten ausquetsche, hören wir uns doch mal einen Song von der neuen EP an.
Da sind Frau Paul mit Die guten Geister. Punk you! Auf Kanal K! Willkommen zurück bei Punk you auf Kanal K. Und das Gast bei mir sind Frau Paul. Lisa, am Anfang sah die Besetzung ja noch etwas anders aus. Was ich gelesen habe, Mary hat den Platz von Lissy als Bassistin eingenommen. Ja, wir hatten tatsächlich wechselnde Bassbesetzungen. Ne? Lissy hat fast ein Jahr bei uns gespielt und ohne sie wäre diese erste Platte auch gar nicht so entstanden. Aber sie musste dann leider aus persönlichen Gründen die Band verlassen und dann haben wir tatsächlich quasi nahtlos Mary gefunden, die ihrerseits eine Anzeige geschrieben hat. Deswegen hat es mit unseren Casting-Künsten gar nichts zu tun, sondern sie hat selber gesucht. Und das war unser großes Glück, weil obwohl Hamburg ja echt eine große Stadt ist, gibt es doch in dem, was wir gesucht haben, echt wenig Leute. Und es hat einfach perfekt gepasst. Also man kann sich das eigentlich gar nicht ausdenken. Aber Mary, wir warten das für dich. Du bist so quasi als Letzte in die Band gekommen. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, die ersten Singles hat Lissy gespielt, die ihr veröffentlicht habt. Genau, als jetzt die EP, die jetzt rausgekommen ist, da hat Lissy den Bass gespielt und ich bin quasi nach den Aufnahmen reingerutscht. Das ist jetzt fast 4 Monate her, wie Lisa schon sagte, auch über eine Anzeige meinerseits. Und es war tatsächlich, glaube ich, ein großer Glücksgriff. Linda hat mich gefunden, quasi an dem Tag, an dem Lissy ihren Ausstieg verkündet hat. Perfekt. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt schon über 20 Rückmeldungen auf meine Anzeige bekommen. Also ich hatte ganz klassisch Bassistin, sucht halt irgendwie Punkrock-Band in meinem Alter. Und hatte so viele Rückmeldungen bekommen, auch so skurrile, wie Lisa vorhin schon erzählt hatte. Und war eigentlich schon ziemlich genervt von den Antworten. Und deswegen war es auch irgendwie Glück, dass ich dann doch noch auf die von Linda reagiert habe. Zumal ich vorher immer nur in Männerbands auch gespielt habe und muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, eine reine Frauenband zu haben. Und das funktioniert so gut. Also ich kann mich immer noch an die erste Probe erinnern, in der wir einfach eine halbe Stunde nur gejammt haben. Und es war einfach geil. Also Lisa und ich haben uns angeguckt und es hat einfach funktioniert. Und das war, habe ich noch nie so gehabt. Das war sehr geil. Aber du hast jetzt auch nicht explizit nach einer, damit wir das Klischee wieder erfüllen, nach einer Frauenband gesucht, sondern grundsätzlich warst du offen und es hat jetzt in dieser Situation einfach perfekt gepasst. Genau, also ich war tatsächlich, weil ich es einfach auch gewohnt war, mehr eher auf Suche nach einer Männerband. Ich habe tatsächlich echt nicht gute Erfahrungen gemacht und man denkt über Hamburg, große Stadt und da gibt es bestimmt so viel Musiker, eine Band finden, muss so einfach sein, aber die letzten Erfahrungen waren, dass es einfach über ein, hey, lass mal treffen, nie hinausgekommen ist und irgendwann ist man einfach so abgebrüht und so genervt davon, dass ich dann irgendwie auch ein bisschen dachte, na, okay, was kommt da jetzt denn wieder auf mich zu und es war dann irgendwann für mich auch gar nicht mehr wirklich wichtig, welches Geschlecht es war, sondern wie hoch ist die Ambition. Und das, was Linda mir direkt geschrieben hatte, war so knallharte Fakten quasi auf dem Tisch. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Was waren denn diese Fakten? Naja, also halt ist schon, dass es eine Setlist gibt, dass, dass eine EP aufgenommen wurde und dass dieses Jahr auf alle Fälle noch Shows geplant sind, also auch schon wirklich geplant sind mit Datum und bis dann müsste ich fertig sein, so ungefähr. Und wie halt so die weiteren Pläne auch sind. Und das hat mich sehr schnell überzeugt, weil ich habe sofort gemerkt, okay, da steckt ein Plan dahinter, da steckt Ambition dahinter, da steckt Bock dahinter und vor allem auch Ahnung. Also es hat dich quasi auch angespornt durch das, dass es eigentlich schon so professionell aufgezogen war. Absolut. Also sonst ist es immer nur Großtöne spucken von ach, und wenn wir mal irgendwann auf dem Festival spielen. Und so weit ist es nie gekommen. Man ist ja immer auch ein bisschen abgehärtet und denkt sich dann so, ja, okay. Nehmen wir mal ein Demo auf und so, es passt dann schon. Ja, erstmal ein Beifahrer.
Bei euch ist ja extrem viel los im Moment und ich stelle mir vor allem am Anfang als Band, ihr habt ja sicher noch ein normales Leben in Anführungsschlusszeichen, also Daily Jobs. Wie passt das so? Also stelle mir das ziemlich stressig vor, vor allem mit Auftritten. Ja. Kaffeemaschine intravenös oder? Tatsächlich gar nicht. Also ich persönlich lebe quasi nüchtern wie eine Nonne. Ich trinke keinen Kaffee, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich nehme sonst auch gar nichts. Und das ist für mich auf alle Fälle der Weg, da gut und gesund für mich durchzukommen, weil es ist eben, wie du schon gesagt hast, echt herausfordernd, es ist anstrengend, man muss viel organisieren. Wir haben alle. Also du bist ja auch ein bisschen die quasi die Konzerte und alles organisiert. Nö, wir teilen uns da schon rein. Also Mary zum Beispiel kümmert sich jetzt gerade um das ganze Festival-Booking fürs nächste Jahr. Ich sitze gerade an der Tourplanung fürs nächste Jahr und alles, was inhaltlich musikalisch passiert, machen wir sowieso zu dritt. Linda guckt gerade, ob wir eine Crowdfunding-Kampagne starten wollen. Und so hat jede von uns eigene Aufgaben, weil das alleine gar nicht zu bewältigen ist. So, das habe ich eine Zeit lang versucht, das funktioniert aber einfach nicht. Und wir kennen das alle drei, dass wir auf unterschiedliche Arten irgendwie schon mal an unsere Grenzen gestoßen sind und eben dadurch auch wissen, wo die sind und wie wir... Und ihr stützt euch dann gegenseitig auch. Ja, genau, wie wir gucken können, dass wir es gemeinsam schaffen, weil wir haben eben ein ganz klares Ziel so. Wir wollen das auf eine professionelle Ebene heben und da braucht es irgendwie ein Stück weit Disziplin, würde ich vielleicht sagen. Aber eben auf der anderen Seite auch so eine Achtsamkeit, die manchmal auch ein Verzicht bedeutet. Ein Verzicht auf, keine Ahnung, wilde Saufgelage im Proberaum oder ja, es gibt sicher noch Bands, die so ein bisschen das Klischee leben. Aber ich habe das Gefühl, viele Musiker nehmen es ernster, vielleicht auch, weil es viel mehr Bands gibt und weil es einfacher geworden ist, also das nimmt mich dann auch Wunder beim Entstehungsprozess der EP, quasi Musik zu machen. Also früher hast du ja nur die Möglichkeit gehabt, Studio teuer, bla, sparen, Single aufnehmen, keine Möglichkeit, kein Spotify, kein YouTube, nichts. Also ich komme noch aus dieser Zeit. Und heute hast du ja eigentlich alle Möglichkeiten. Also du kannst für wenig Geld zu Hause ein Album aufnehmen. Mhm. Wie war das denn bei eurer EP? Ja, im Prinzip genau so. Also wir sind nach wie vor ohne Label unterwegs. Wir haben unsere erste EP in Eigenregie aufgenommen und da auch lange rumgetüftelt. Wir hatten da das Glück, dass wir zum Teil bei Lissy noch zu Hause aufnehmen konnten und haben dort einfach das Schlagzeug in den großen Wohnbereich gestellt, alles selber mikrofoniert, uns einen kleinen Regieraum gebaut, alle Kabel selber gelegt und da rumprobiert und uns belesen, okay, wie stelle ich eigentlich so Mikros hin, wie mache ich das? Und da lange getüftelt, bis wir irgendwie einen Sound hatten, wo wir gesagt haben, okay, das passt soweit für uns. Und ja, haben alles selber aufgenommen. Ich habe das alles editiert und gemischt hat es dann der Produzent, mit dem wir arbeiten, und gemastert hat es dann Robin Schmidt, der sitzt in Berlin, der hat auch ganz viele andere tolle Projekte, die er mastert. Und ja, so haben wir uns da selber irgendwie reingewurstelt, könnte man sagen. Aber es hat ja eben auch wahnsinnig Spaß gemacht und ich bin da auch vielleicht ein Stück weit nerdy. Ich will dann auch wissen, wie das funktioniert, und mich wurmt es total, oder mich hätte der Gedanke gewurmt, einfach ins Studio zu gehen und dort jemand anderem das Feld zu überlassen. Ich bin da, glaube ich, auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe da so ein Kontrolllust sozusagen. Es ist kein Wahn, sondern es ist eher, ich will verstehen, wie das, was wir machen, funktioniert, weil es eben auch dafür sorgt, dass, wenn man das irgendwann aus der Hand gibt, man sehr genau weiß, was man haben will. Und ich immer das Gefühl habe, ich muss es einmal selber gemacht haben, damit ich nicht über den Tisch gezogen werde. Ja, aber das verstehe ich gut. Ich habe
diese Krankheit auch ein bisschen, weil ich finde... Das ist keine Krankheit. Ja, nee, nicht so. Aber ich verstehe es sehr gut, weil wenn ich mit Leuten zusammenarbeite und ich weiß, was die machen müssen und ich das verstehe, habe ich A, eine bessere Kontrolle, ich weiß, was möglich ist. Man kann mir nicht einfach irgendeinen Käse erzählen, sondern ich weiß, wenn du es so und so machst, würde es funktionieren. Und du hast auch eine bessere Möglichkeit so für Timing und so. Also du kannst viel besser abschätzen, wie groß ein Aufwand für etwas ist, wenn du es planst. Und das hat ja auch mit Live-Auftreten so zu tun. Wenn ihr sagt, wenn ihr genau Bescheid weißt über die Technik und so weiter, dann wisst ihr, wie viel Zeit ihr benötigt. Und dann liegt es eigentlich nur noch am euren Gegenüber, ob er euch dann ernst nimmt und auch selbst überhaupt kapiert, was er machen muss. Ja, das stimmt. Klar. Ja, und ich glaube, das macht vielleicht auch ein bisschen den Unterschied, was du schon gesagt hast, ne? Zu den Zeiten, wo es mehr Rock'n'Roll sozusagen war, weil die Verantwortungsbereiche sich gewandelt haben. Du bist eben heute nicht nur Musikerin, sondern du bist auch irgendwie Toningenieurin, du bist Content Creatorin, du bist halt irgendwie Bookerin, du machst halt irgendwie ganz viele Sachen selber und da kannst du nicht besoffen sein. Das geht gar nicht, das schaffst du sonst einfach nicht. Und in der Zeit, wo die sozusagen die goldene Zeit der großen Labels war, wo man einfach gesagt hat, ey, liebe Band, hier sind irgendwie 10 Scheine, viel Spaß im Studio. Klar, dann sind die Aufgaben da ganz anders geteilt. Das hat sich eben verändert heute. Du hast zwar einen viel breiteren Zugang zum Musikmachen, aber du hast eben auch eine ganz andere Verantwortungslage heutzutage. Ja, aber das ist ja auch die bessere Möglichkeit. Ich sage jetzt früher, wenn du eine talentierte Newcomer-Band warst, gab es ja auch viele, die über den Tisch gezogen wurden mit irgendwelchen komischen Verträgen und Scheiße. Am Schluss hast du irgendwie zwar, keine Ahnung, damals 10.000 Mark oder so bekommen noch. Ja. Und dafür musstest du aber das auch abarbeiten. Also quasi, es wurde dann über die Plattenverkäufe refinanziert. Und bis die das Geld nicht reingeholt haben, hast du auch keine Kohle gekriegt mehr. Und ich glaube, heute hast du schon die Möglichkeit, also ich weiß jetzt nicht, wie viel das ihr verdienen könnt über die ganzen halt Streaming-Dienste und so. Ich denke, die meisten Bands, Merch, Konzerte, so, das ist so das Haupteinkommen. Das ist auch das Wichtigste. Darum gab es ja auch so ein großes Bandsterben halt während der Pandemie ein bisschen, hatte ich so auch das Gefühl. Gleichzeitig aber halt viele, die dann halt zu Hause selbst was gemacht haben und viel Neues rausgekommen ist. Ja. Du hast vorhin sicher. Ja, nee, erzähl. Nee, ich wollte dir einfach nur zustimmen. Also ich denke, dass es ja, dass es so ist und das ja auch ein Vorteil für uns ist, diese Sachen eben jetzt selber in der Hand zu haben. Ne? So gerade diese ganzen Vertragsgeschichten, das ist eben frickelig und davon hat man in der Regel keine Ahnung. So, wir haben Glück, dass wir da auch Förderung bekommen haben oder Tipps von Leuten, die gesagt haben, hier, guckt euch das Seminar mal an, schaut euch das an, geht dahin, informiert euch. Und wir halt mit unserem Produzenten, der halt auch eine Mentorrolle für uns hat, einfach Glück haben, dass es jemand ist, der uns wohlgesonnen ist. Und der euch richtig gut findet und nicht nur die Kohle riecht. Ja, und der uns halt an Stellen berät, wo andere lieber die Klappe halten und sagen, unterschreib mal bitte. Ja. Du hast vorhin noch gesagt, ihr teilt ja ein bisschen die Aufgaben auf und auch die Songentstehung. Aber jetzt bei der ersten EP, wie viele Songs waren schon fix? Also quasi als du die Band, ich habe immer noch in einem anderen Interview gehört, dass du ja sehr viel vorher schon geschrieben hast und Demos aufgezeichnet hast und so. Ja. Wie viele Songs waren quasi schon, ich sage jetzt mal, fertig? Ein Song ist auf alle Fälle schon vorher geschrieben gewesen und vielleicht sogar zwei. Aber es sind viele Songs während der Band dann sozusagen entstanden. Und es ist ja aber trotzdem so, dass die meistens sozusagen bei mir entstehen. Ne? Ich schreibe den Text und ich mache eine Gitarrenskizze dazu und dann nehme ich das mit in den Proberaum. Ich habe im Moment das Gefühl, jetzt auch seit Mary dabei ist, dass sich das gerade ein bisschen wandelt und das finde ich total schön, weil das Songwriting mehr in den Proberaum geht und wir viel mehr zusammen ausprobieren, auch weil wir natürlich jetzt einfach echt viel live gespielt haben über den Sommer und da kriegst du eine andere Dynamik und ein anderes Gefühl dafür, wie können Songs funktionieren und
Ja, und du hast natürlich auch andere Inputs. Also vorher ist ja wie, ja, was kann ich und daraus mache ich was. Und jetzt hast du wie noch zwei Inspirationsquellen mehr und hast ganz, ja, andere Möglichkeiten. Also ich muss sagen, ich habe die ersten Songs, die Demos auch nicht komplett alleine gemacht, sondern ich hatte immer Hilfe von ein, zwei Kumpels, die halt selber Schlagzeuger sind und die ich schon seit Ewigkeiten kenne und die mir dann auch zum Beispiel beim Schlagzeug eben geholfen haben, ne? Mhm. Weil ich gerade für die Demos das Schlagzeug halt händisch programmiert habe. Was für eine Wahnsinnsarbeit, weil ich es einfach nicht aufnehmen konnte. Und die haben mir dann geholfen, dass ich halt keine Spuren programmiere, wo du als normaler Drummer dann irgendwie 5 Arme gebraucht hättest oder so, sondern dass halt klar war, okay, da kommt die Kick, da kommt die Snare. Und da hatte ich auf alle Fälle Unterstützung. Wie ist denn das allgemeine Feedback zur EP? Also gibt es irgendwie, sag jetzt, ein besonderes Erlebnis oder einen speziellen Moment im Bereich Feedback zur EP? Also grundsätzlich haben wir ganz tolles Feedback für diese Platte bekommen und das ist eben, wie du schon sagst, das ist immer was sehr Persönliches. Und die Leute, die sich bei uns gemeldet haben, die haben alle gesagt, ey, die Songs betreffen mich, ich finde mich da wieder und ihr sprecht mir da ein Stück weit aus der Seele. Und das, was Schöneres kann man nicht hören, finde ich. Ihr seid ja auch auf Sylt gewesen und wurde im Vorfeld so als Ersatz für die Ärzte angekündigt. Wie war das für euch? Also, ich sag mal so, Freunde von uns nennen uns auch gerne scherzhaft mal die Ärztinnen, was ich total rührend finde. Der Vergleich mit den Ärzten kommt ab und zu mal und ist für uns auf alle Fälle ein Kompliment, war aber in dem Zuge vielleicht auch ein bisschen großzügig angekündigt, könnte man sagen. War die Show voll? Leider nicht, aber es war halt ein Riesensaal. Niemand dort kennt uns natürlich. Uns gibt es ja einfach auch noch nicht so lange. Wir haben im April diesen Jahres unser erstes Konzert gespielt. Oh ja. Und manchmal stellen sich ja so Sachen erst im Nachhinein raus. Gerade wenn du als Band noch nicht so erfahren bist, dann merkst du, okay, das ist vielleicht gar nicht die Location, wo hier regelmäßig Konzerte stattfinden. So, der Laden ist gar nicht so bekannt dafür oder an dem Datum ist schon irgendeine andere große Party oder ach Mensch, die Band, die Sylter Band, die hier voll Leute zieht, die spielt heute selber. Solche Sachen passieren. Wir hatten auf alle Fälle Spaß. So, das war alles von der technischen Seite her war das top organisiert und die Crew war total nett und die Hälfte des Publikums bestand halt aus richtigen Assi-Punks. Also die nennen sich selber so, ne? Ja, das, ja, ja. Ist nicht meine Zuschreibung. Und die andere Hälfte waren halt normale Sylter und Sylterinnen. Und das war echt eine schwierige Stimmung. Wie war das für dich, Mary? War das so ein, ich sage jetzt so ein, war das ein größeres Konzert, das du gespielt hast, so jetzt im Verhältnis zum Rest? Oder war das ganz speziell? Oder einfach, ja, wir sind jetzt noch ein bisschen auf Sylt und viele hatten ein günstiges Zugticket, so passt schon. Ja, da waren halt die Erwartungen dann auch leider ein bisschen höher, als es dann doch war. aber also man kann sich das vorstellen, es war ein Riesensaal mit Kronleuchtern, mit einem roten Vorhang auf der Bühne und im Publikum waren Punker, die gepokt haben. Ehrlich, also allein dafür, das war geil. Stimmt das? Das habt ihr noch im Westerland gespielt? Oder ich habe es irgendwo gelesen? Genau, ja. Es war ja leider der kleine Spoiler, der verraten wurde von einer Zeitung. Wir haben als Zugabe Westerland gespielt. Es war ein Wunsch. Und ja, das war das erste und das einzige Mal auch, dass wir diesen Song gecovert haben. Und das war aber sehr geil, weil die Leute einfach übelst abgefeiert haben. Natürlich, jeder kennt diesen Song, jeder hat mitgesungen irgendwie und auf Sylt muss man diesen Song spielen. Absolut. Ist denn jemand von euch ein riesen Ärzte-Fan oder so aus der Vergangenheit? Ja. Lisa. Ja, ist nicht so, wie man es schämen muss. Also. Nein, ich bin ein ganz, ganz großer Ärzte-Fan und das auch schon gefühlt seit immer. Also ich habe die, glaube ich, mit 13 entdeckt und seitdem finde ich die einfach geil.
Und die haben mich halt auch einfach wahnsinnig doll beeinflusst, ne? Das allein vom Songwriting. Ich persönlich halte Farin Urlaub für ein totales Genie. Der inspiriert mich immer wieder. Also du hörst einfach sofort, ist es ein Song, den Farin geschrieben hat oder nicht. Und auch ich liebe die Art, wie er Texte schreibt. Ich mag die Wörter, die er findet und die Art, Geschichten zu erzählen, die sich dann auch so ganz nebenbei auch noch total gut reimen. Und man denkt sich so, wie geht das? Wie geht das? Das ist unglaublich. Und ich habe auch mal in einem Interview gehört, wie er arbeitet. Und der ist halt auch einfach eine Maschine, ne? Und das irgendwie, ja, beeindruckt mich das. Und Hat das so ein bisschen eine Vorbildfunktion, weil er ist ja auch jemand, der sehr klar. gesund lebt und so, also auch sein, ist ja Ja. nicht so der Abstürzer, ist glaube ich sogar, lebt sogar vegan, habe ich glaube ich mal Ja. gelesen. Naja, er ist vegan, er trinkt nicht, er raucht nicht und das hat mich eine Zeit lang gar nicht interessiert, aber inzwischen verstehe ich, warum das so ist oder ja oder glaube das zumindest zu verstehen und kann es einfach nachvollziehen, weil es eben ja inzwischen bei mir auch so ist. Nachdem wir jetzt über die Entstehungsgeschichte der Band gesprochen haben, würde ich an der Stelle eigentlich gerne so auf ein paar einzelne Songs eingehen. Also viele Musiker überlassen es ja meistens dem Publikum oder den Hörerinnen, wie sie den Song interpretieren. Aber mich persönlich interessiert eigentlich immer am meisten die Geschichte hinter dem Song. Und ich habe jetzt gedacht, ich suche mir drei Songs aus und ich nenne euch einfach spontan den Titel und ihr erzählt mir die komplette Geschichte dahinter, also alles ungekürzt, ungefiltert, Alle schmutzigen Details. alle schmutzigen Details und anschließend hören wir uns dann den Song an, damit auch die Leute dann verstehen, was abgeht. Okay. Also mein Lieblingssong auf der EP ist ja Es tut mir leid und damit starten wir. Gute Wahl. Starten wir damit. Der Song hat tatsächlich einen persönlichen Hintergrund und inzwischen ist es so, dass ich ganz nüchtern durchs Leben gehe und es war aber eben auch mal anders. Und in dieser Zeit ist auch dieser Song entstanden. Und wer den Song hört, der wird sich vielleicht teilweise wiedererkennen oder das verstehen können. Es geht im Prinzip darum, dass man weggeht, dass man sich hart die Kante gibt oder dass man seine eigenen Grenzen überschreitet und danach, sei es jetzt am nächsten Morgen oder noch in derselben Nacht, so, wenn man vorm Spiegel steht, sich denkt, ey, was habe ich eigentlich gemacht? Und dann plötzlich so ein Dialog mit einem selber anfängt, wo ich das zumindest manchmal erlebt habe, dass ich mir dachte, so, es tut mir irgendwie leid, dass es schon wieder zu viel war, dass ich es nicht geschafft habe, irgendwie nach Hause zu gehen. Und gleichzeitig aber auch so, wenn Leute gesagt haben, komm, lass es ruhig angehen, du solltest vielleicht mal ein Glas Wasser trinken, ich dann auch wütend geworden bin. Und da hast du, ey, du hast mir gar nichts zu sagen. So prägnant halt auch in dem Song, ne? Die Zeile sagt mir nicht, dass ich nach Hause muss. Und in diesem oder in diesem Dilemma bewegt sich dieser Song zwischen, ich will ausrasten, ich will irgendwie alles von dieser Nacht mitnehmen, aber irgendwie ist es auch alles zu viel. Und ja. Davon handelt dieser Song und ich bin total froh, dass sich das gewandelt hat und dass ich inzwischen auch weggehen kann und tolle, tolle Erlebnisse, tolle Nächte habe, ohne total betrunken sein zu müssen, zum Beispiel. Ihr hört Punkyo auf Kanal K und zu Gast sind Frau Paul. Wir haben vorhin über die Geschichte hinter dem Song «Es tut mir leid» gesprochen und machen gleich weiter mit dem zweiten von drei Songs. Der zweite Song, zu welchem ich gerne die dazugehörige Geschichte hören würde, ist «Kein Wort». Ja, kein Wort ist aus einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging, wo ich gerade eine Trennung erlebt habe aus einer ganz toxischen Beziehung. Und dieser Song handelt eben von dieser letzten Zeit, ne? Dass man eigentlich irgendwie das Gefühl hat, das ist hier alles schon vorbei, aber die eine Seite möchte es eben gerne klären und die andere nicht. So. Und ich war damals die Seite, die das gerne nochmal geklärt hätte und so hart darum kämpfen musste, eine Antwort zu bekommen. Und davon erzählt der Song, von diesem Gefühl, so
nicht mehr gehört zu werden und wo man sich dann auch die Frage stellt, was war es dann eigentlich wert? So, was ist eine Beziehung noch wert, wenn der andere es nicht mal schafft, sich ordentlich zu verabschieden? Und es kann eben im Beziehungskontext sein, aber ich glaube, viele Menschen erleben das eben auch in anderen Kontexten, ne? Zum Beispiel auf ihrer Arbeit. Was passiert denn, wenn ich versuche, eine Kommunikation zu finden und jemand immer wieder ausweicht und sagt, ja, du schaffst es schon, da reden wir später drüber, hab dich nicht so, vielleicht sollst du mal überlegen, ob das hier das Richtige ist für dich. Und man in der Entscheidung, ob man da was weiterführt oder nicht, so sich selbst überlassen wird. Für sich selbst auch die Entscheidung zu treffen, beziehungsweise, ja, will ich das noch? Ja, genau. Aber das, ja, irgendwie auch ein Wunsch da ist nach, können wir hier bitte noch mal reden? Ich finde, in der Beziehung sind ja immer zwei Leute beteiligt und finde das eigentlich auch normal, dass wenn man gehen will, man sagt, hey, pass auf, das funktioniert hier für mich nicht mehr. Aus den und den Gründen gehe ich, wie geht's dir damit? Hätte ich wertschätzend gefunden, ist aber halt nicht passiert und darüber war ich sehr, sehr wütend und da ist der Song entstanden. Ihr hört Punky auf Kanal K und bei mir im Interview sind Frau Paul. Habt ihr noch Energie? Ja. Jo. Wir sind bereits beim letzten Song, zu welchem ich gerne die dazugehörige Geschichte hören würde. Der letzte Song heißt Unverstellt. Ja, Mary, vielleicht willst du was zu dem Song sagen, auch wenn du bei der Entstehung nicht dabei warst, aber ich glaube, du fühlst ihn auch. Ich fühle ihn. Du kannst gleich gerne noch was zur Entstehung erzählen. Ja, unverstellt. Das ist so, wie der Name oder wie das Wort unverstellt schon sagt, erklärt das so ein bisschen diese Lockerheit in Beziehungen. Jetzt auch gar nicht mal konkret irgendwie Liebesbeziehung, sondern einfach generell irgendwie Beziehung untereinander. Also ob wie wir es jetzt in der Band erleben, einfach so sein, wie man ist, unverstellt. Ja, und sich nicht irgendwie für irgendwas schämen müssen, wie man ist, wer man ist. Ja. Wir erleben das halt gerade in der Band, deswegen zu dem Song gibt es ja auch ein Musikvideo und da sieht man auch uns so und so, wie wir miteinander umgehen in sonnigem Licht, in schönen Farben und wir sind happy und das ist nicht gestellt, sondern das spricht uns gerade total aus der Seele, weil wir auch so dankbar dafür sind, dass es so ist, weil wir, glaube ich, alle schon so viel Mist erlebt haben, eben wie zum Beispiel in Situationen, wo dann Songs wie Kein Wort entstanden sind. Oder eben auch Es tut mir leid. So, da geht es um Kommunikation mit sich selber. Wie respektiere ich mich eigentlich? Gehe ich über meine eigenen Grenzen hinweg? Oder bin ich eben wie bei Unverstellt ehrlich und gleichzeitig achtsam und schaue, wie geht's mir eigentlich? Was brauche ich denn gerade? Brauche ich noch ein Bier oder muss ich eher ins Bett? Und das ist manchmal gar nicht so leicht, da genau hinzuschauen. Aber wenn man das schafft, dann kann das unter Umständen zu Beziehungen, zu Ergebnissen, zu Situationen führen, in denen es einem wirklich gut geht. Und deswegen ist der Song auch so wichtig für uns, weil er dieser Platte auch nochmal so einen ganz positiven Einschlag gibt. Karten auf den Tisch. Ein Ass im Ärmel. Ich sag dir, was ich nicht und was ich noch viel mehr will. Zauberschöne Stunden zu Fuß, einfach neben dir zu gehen. Jedes Wollen kann Muss. Und alte Wunden kein Problem. Und jedes deiner Worte rahm ich mir gedanklich ein. Freies Feld und doch so nass ist so unverstellt und alles.
Unverstellt von Frau Paul, die bei mir auch zu Gast in der Sendung sind, hier bei Punk You auf Kanal K. Was die Zuhörerinnen und mich natürlich brennend interessiert, was steht als nächstes an? Wann kommt der Longplayer? Ja, ist in Planung. Das nächste, was passieren wird, ist aber eine weitere EP erstmal. Aus verschiedenen Gründen. So, es ist, wir wollen sozusagen auf der einen Seite jetzt bald was nachlegen. Das bedeutet auch in einer relativ kurzen Zeit, also angedacht ist Frühjahr nächsten Jahres, dass die nächste Scheibe rauskommt. Und wie gesagt, wir sind nach wie vor ohne Label unterwegs. Wir kümmern uns um alles selber und wir wollen uns sozusagen das Album noch ein bisschen aufheben. Wir sind jetzt als Band so in der Besetzung noch nicht so lange zusammen unterwegs und wir machen jetzt, sag ich mal salopp gesagt, eine schnelle, geile Platte, die wir gut live spielen können und dann schauen wir in Ruhe, was aufs Album kommt. Aber es wird neues Material geben und wir haben natürlich auch mehr Songs im Gepäck, als jetzt veröffentlicht sind. Deswegen ist es im Moment noch so, wer uns wirklich erleben will, der soll zu den Shows kommen und sich das einfach angucken. Aber wenn wir schon bei den Live-Konzerten sind, wann, wo stehen die nächsten Konzerte an? Tatsächlich haben wir jetzt erstmal einen Monat Pause. Die nächste Show spielen wir in Hannover und dann wird es im Dezember nochmal 4 oder 5 Konzerte geben. Aber alles hier im Raum Norddeutschland. Wir planen allerdings für April nächsten Jahres eine Tour, die dann auch ein Stück weit südlicher geht. Und wenn es sich irgendwie einrichten lässt, kommen wir auch gerne in die Schweiz. Wir sind da total offen für Tipps. Wir sind im Moment auf der Suche nach kleineren Locations. Wir werden damit nicht reich. Das ist einfach, wir wollen einfach live spielen. Wir haben Bock rumzufahren, unsere Musik zu zeigen, mit den Leuten abzurocken. Und wenn du oder eine deiner HörerInnen Tipps für uns habt, wo wir in der Schweiz spielen können, dann sagt uns liebend gerne Bescheid. Wir haben Bock vorbeizukommen. Stelle ich dir gerne dann im Anschluss oder morgen zusammen und gibt da schon ein paar Locations, die sehr gut passen würden. Ja, cool. Also gerne auch so im Raum Schaffhausen. Mein Vater wohnt da unten, da hätten wir sogar eine Übernachtungsmöglichkeit und der freut sich natürlich auch, wenn wir vorbeikommen. Kann die ganze Band durchfüttern und... Ja, genau. Praktischerweise ist der Koch. So. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Ja, dann sind wir eigentlich definitiv am Ende des Interviews. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Ja, total sehr gerne. Danke, Freddy. Es hat uns auch richtig Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Liebe Grüße auch von Linda aus dem Off, sozusagen. Ja, wir freuen uns, dass du uns interviewt hast. Wir kommen gerne wieder und ja, vielleicht sehen wir uns ja in der Schweiz. Genau, würde mich freuen. Okay, dann also, bis bald, Freddy. Mach's danke. Gut, ja? Ciao, ciao. Yeah, tschüss. Ja, ciao, ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Punk you!